Mann, euer Alex wieder am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Gaming-Video. Heute kommt die zweite Folge der FIFA 18 Trainer-Karriere mit Lichtposen ex-HFC St. Pauli. Wir werden heute also in die Saison starten. Das Spiel habe ich gegen Stettin. Und Glock. Krakowia, und da hätten wir bald schon europäisch. Das ist wahrscheinlich ein Quali-Spiel von den vielen Mannschaften her. Das ist schon Gruppenphase, das ist die Frage. Ah, nein, stimmt, das ist nicht Gruppenphase. Es sind ja zwei Spiele hintereinander gegen den gleichen Gegner. Das ist nachher wahrscheinlich die letzte Quali-Runde oder wie auch immer. Genau, wir sind ja noch in der Transferphase, da schauen wir mal uns den Kader mal an. Schauen wir mal die A-Mannschaft an. Da haben wir zwei gute Stürmer, da haben wir jetzt hier einen Kudo, genau, einen jungen Bosnier geholt, da haben wir den, das ist gut, da ist der Dino, gut auf dem Mittelfeld, da so ist auch gut, da wurden rechte Verteidiger geholt, da sind wir gut aufgestellt. Stammelf sind wir sicherlich gut aufgestellt. Ich denke, ich kann mit dieser Elf diese Saison gut machen. So. Wenn man die B-Mannschaft anschaut, ist auch schon immer noch stark. Aber vielleicht ja mit vielleicht, gut, wir müssen nächstes Mal schauen, dass wir vielleicht den ein oder anderen Spieler auch verkaufen können. Aber ich schaue sicherlich um, auch schaue vielleicht eine Laie oder so. Oder schauen, finanziell haben wir 10 Millionen. Ja, da können wir schon den einen oder anderen Transfer machen. Schauen wir natürlich immer gleich mal auf der freien Spielerliste. Vielleicht ist da noch ein guter, so ein Mittelfeldspieler, so ein junges Talent. Der ist nicht mehr jung, aber. Herr Wolit. Ah nein, das ist ja nicht diese Karriere. Aber da war ich auch schon mal. Und da ist noch. Oh, das ist ein Junge. Der ist nicht so alt, der ist 24 und der wahrscheinlich noch ein wenig Potenzial und der sieht gut aus. Habe ich auch noch schon eine ältere. Aber das habe ich schon auf der Wunschliste. Oder A hat seinen Jungen. Koreaner. Schema. Was hätte ich zweichert? Habe ich auch, wäre auch nicht schlecht. Hat er noch. Innenverteidiger, aber da habe ich letztes Mal nicht viel gesehen. Der nicht schlecht. Und nach der wurde schon das erste für eine Erfahrung bringt er schon mit. Ja. Auf jeden Fall können wir hier einen von diesen Koreaner oder so. Spieler haben wir eigentlich. Ja, dass noch keine Angebote gekommen sind, das ist alle auf der Liste, aber der wird ausgeliehen. Oder haben wir noch einen, der wo dann wieder weg ist im Sommer, aber dann müssen wir. Oh nein, noch länger. Ein Jahr, wir haben jetzt, haben wir. Nein, wir haben Sommer, stimmt. Das ist nächsten Sommer. Also gehen wir mal einen Tag weiter. Der sieht dich nicht, oder? Das ist eher offensiv. Ich meine, wollte eher einer für die Zentrale. Der wäre eher defensiv. Dafür ist aber schon 28. Der wäre die Tschechische. Aber auch immer noch hier. Auch erst 24. Brasilianer. Und der könnte, kann auch offensiv spielen. Aber ist etwas defensiv als der. Der ist nur eigentlich offensiv. Der kann immerhin noch zentral spielen. Oder der, gut, ist noch älter. Kontaktieren wir den mal. Das ist nicht schlecht, wenn man einen guten Spieler. Wichtig. Für Spieler. Na gut, dann ist er aber gut. Oder?
kann die A3 geben. Schön. Also du musst, ja gut, keine Gehalt, hoffentlich gibst du mir das Gehalt vor. Bitte, nein, ich hasse das immer. Also es steht, dann ist es, dann weiß ich etwa wie, aber ich hab doch keine Ahnung, was meiner verdient. Mit 10.000 in einem. Nein. Das ist zu wenig. Nickt schon mal. Aber ich denke, das könnte zu wenig. Oh! Gar nicht so schlecht. Will mehr als 16. Das, aber mit 20 war ich auch schon wieder zu viel. So. Bonus kann man noch 10.000 runter. So ist es in Ordnung. Das will er nicht, einzig Bonus will er aber. Er hat Gehalt etwas runter, dann hat er über 15.000 pro Woche. Hi. Da bekommst du Bargeld 10.000 mehr. Hi. Wollte dich bestechen. Bist du nicht so bestechlich, wie ich gedacht hätte. Da ich mit 10.000 Franken Handgeld bestechen, dann wird das so weniger Gehalt wirst, aber jetzt Handgeld 10.000 bekommst. Ah, wurde es nicht schlecht. Für wen? Nicht für diesen Spieler. Für den noch eher, aber. Warte, muss mal schauen, den aber. Ist er in der Stamm? Ich glaube, nein, der Stamm ist er nicht. Ist er nicht in der BF, ist er dann auch doch in BF ist er dabei. Ja, wir haben keinen, sondern gut, den hätten wir noch. Ja, da ist wahrscheinlich bei der Stamm drin. Jawohl. Muss mal schauen, wie viel ich mit Verteidigung dann habe. Wir haben 3. Wir haben nur noch den sonst. Und der ist auch nicht. Ja gut, der ist so viel noch jung. Ja, lieber der Gummi als der. Der Gummi. Das ist die Frage. Und geben wir ihn. Ah, jetzt bin ich wieder falsch. Geben wir ihn. Nein, der natürlich nicht. Nicht der Verteidiger, schauen wir uns gleich um. Man kann auch einen ausleihen bis im Sommer. Gehen wir mal hin. Bundesliga ist immer gut. Ah, oh, sehen wir noch das drin. Keiner zu verleihen. Allgemein zu verleihen. Aber der ist wahrscheinlich, ja. Ja, puh, muss ich schon schauen. Conor Randall. Wenn er schon 7 und wenn er, dann muss sicherlich um die 65 sein. Dann können wir schon drüber reden, aber. Oh, Conor. Oh. 61, ja, das ist zu wenig. Dafür hat er Talent. Wäre nicht schlecht, aber ist noch zu wenig. Tut mir leid. Das sind die einzigen Rechtsverteidiger momentan. Was sie sind. Conor Roberts. 61er. Zu wenig. Finde ich nicht schlecht, aber nicht schlecht aus. Schauen wir mal. Auch nur 61er.
Die nehme ich heute nicht. Viel besser. An. Uff. Ja, der muss ich gar nicht schauen, da ist. Nein. Gibt doch nicht keinen einzigen. Oh, vielleicht das. Nein, das Alter stimmt schon. Was ich glauben. Meine linke Verteidigung gibt es schon mehr. Das sieht schon besser aus. Also. Nein, hat Talent, aber. Wäre momentan, sagt momentan 68er. Aber jetzt eher Linksverteidiger. Und ist nicht unbedingt ein Rechtsverteidiger. Aber nicht verleihen, gib mir mal. Oder wollen wir einfach Linksverteidiger? Oder komm, wir schauen einfach mal, vielleicht kommt das ja, kommt der Transfer nicht mehr zustande. Da bringt es nicht, jetzt einen zu holen, wenn der Transfer nicht mehr zustande kommt. Oh, schön. Annehmen, weg da. Also. Schön. Jetzt kommt die Angebote, das ist schon mal nicht schlecht. Ah, der andere. Verhandeln wir noch einmal. Wir verhandeln noch einmal. So, kommt jetzt. 10.000 Handke. So. Kein Lust mehr, das gibt's doch nicht. Naja, was abgelehnt. Warum? Warum abgelehnt? Warum? Warum? Oh, das gibt's doch nicht. Warum wird das abgelehnt? Das hätte. Oh, ich kann den nicht brauchen. Wirklich, wirklich nicht brauchen. Also wirklich. Kostet nur Geld. Also so viel kostet er jetzt nicht, aber so ausgeliehen. Also jetzt müssen wir jetzt einen holen. Gut.
will ich nicht unbedingt, wenn er wieder zurückkommt. Conor Randall ist da auch drin. Und Smith. Schon mal anfangen. Die wären bereit für eine Laie. Eben schon mehr, aber nur 60. Spiel kommt immer näher. War das erste Spiel. Oh, 78er. Ja, 68er. Kann man ihn schon wiederholen? Oh, da muss ich eigentlich was holen. Also wenn ich... Nein, er wäre 71 und wäre jung gewesen. Oh. So, kommt jetzt, das ist mir eigentlich egal. Wieder sogar noch mehr Gehalt von deinem Fehlen her. Irgendwelchen Dreijahresvertrag. Jetzt komm hier, jetzt plötzlich wieder Freigabesumme, ja. Jetzt plötzlich für eine Freigabe zu mir, ja. Wir gehen jetzt 16.000. Das ist sogar noch weniger egal. Ein Euro. Kommt, das andere ist in Ordnung. Schön. Was, er ist nur 64er? Mir das angezeigt, er ist 68er, ja, super, aber. Dann müssen wir schon noch die Spieler wegbringen. Das kann nicht sein, dass sie noch immer noch bei uns sind. Spiel wird mal simuliert. Spiel in der neuen Saison. Oh.
ganz schön. Geht keine. Schwede? Ich glaube, wir sind Schwede, ja. Oh, 2 zu 2. Oh, den Benzin in unserer Offensive, Mann. Und wir sind momentan Vierter. Ja, nicht schlecht. Warum habe ich einen anderen Innenverteidiger nicht geholt? Oh, da wäre schön gewesen. Der Junge. Warum? Warum nicht auf diese Spieler, die wir verkaufen wollen? Aber wirklich, gehen noch Angebote an die Spieler, die wir eben verkaufen wollen. Nehmen wir auch mal das zweite Spiel. Da ein wenig vorwärts kommen. Risiko. Wir gewinnen sogar. Machen sogar noch ein weiteres Tor. Jawohl. Gewinnen dieses Spiel, bleiben also oben dabei und sind sogar Tabellenführer. Auf uns entwickelt sich weiter. Hier stand es zu viel. Schon wieder ein Angebot. Ah, dann das war das Angebot. Ja, 1 Million mehr. Schauen, ob sie bereit wären. Schon mal Stillstand. Block. Block, wo ist ein Block? Ah, da. Jetzt hinter. Schauen wir uns an. Sind die nächsten Spiele, die wir noch haben. Kakovia ist auch nicht so. Die ist ja gut europäisch. Spiel können wir auch noch nicht machen. Das machen wir in der nächsten Folge. Kakovia oder Block. Schauen wir mal tabellarisch momentan. Machen wir heute mal ein Spiel. Gucken wir es noch oben drin. Machen wir gegen Block spielen wir dieses Spiel. Vielleicht dann ein Heimspiel. Wer ist ein Heimspiel in dieser Saison?
dieser und dieser. Und sich auch dieser sind sicherlich noch sehr gut, so Mannschaft. Und diese, die sind noch in Ordnung, aber sicherlich dieser und dieser. Diese drei wären nicht schlecht, wenn wir diese noch wegkriegen würden. Aber es wird nicht einfach, aber wir haben vier Torhüter. Ich denke, der hat sicher Priorität, dass der sich einen neuen Verein suchen kann. Und auch der wäre fast verliehen worden, aber leider hat es nicht gereicht. Wir hoffen auch, dass wir den noch. Vielleicht noch einen von diesen drei auch noch. Oder sogar alle. Jeden Spieler, der nicht momentan nicht super Rating hat. Der kann zu einem anderen Verein gehen. Damit sind die Kosten ja nur an Gehalt. Wenn man sie nicht braucht, ist das auch nicht schlecht, wenn man sie weg hat. Kann man lieber für einen Spieler dieses Gehalt, wo vielleicht das teurer ist vom Gehalt, nehmen für diese Spieler. Wohin stellen in Sanderson Park? Geht's los. Uff. Boah, die macht gleich rein. Was ist denn hier los? Kann doch nicht sein. Jetzt schön. Brun. Kommt kein Angebot und nicht mehr drin. Er macht sie nicht. Er nutzt sie nicht mehr. Kenan Kodro könnte Kenan Kodro gewesen sein. Ja, das ist da ist Kenan Kodro. Nein, ist er nicht. Dentino ist es. Einer heißt Dentino und der andere heißt Oliveira. Ich glaube, einer aus Brasilien. Also der ist glaube ich schon aus Brasilien. Der ist auch aus Brasilien. Ja, der Brasilianer da. Weil sein Offensiver kann er nur ZOM. Ah, der kann ZOM, ZM und LM. So habe ich ihn eigentlich geholt. Dass er auch auf der Flügelposition spielen kann, offensiv Mittelfeld und natürlich auch zentral Mittelfeld. Und da wird er momentan vorübergehend eigentlich am meisten spielen. Außer einer verletzt sich in der Offensive, dann wird er etwas offensiver gehen, aber momentan ist er normal in der Zentrale. Nur hier. Gut, Pio, da ist er 2:1. Dieser Dentino dreht auf. Ja, solange Dentino spielt, da wird es nichts für den Moment. Das 2:1. Schöner Schuss. Schön durchgesetzt da. Zack. Chance mehr für den Torhüter. Hat schon einmal getroffen. Ja, stimmt. Jetzt im Spiel hat er schon mal getroffen, aber schon sein drittes Saisontor. Ein drittes Ligator in dieser Saison.
Oh, ich war. Soll ich wieder mal sagen, ja. Ah, sind da. Ah, 3 zu 1. Die Flanke ist noch gekommen. Die Flanke ist doch noch gekommen. Super durchgesetzt. Unser Mann hat jetzt nur einmal getroffen. Sein zweites Liga-Tor. Ball. Hui, kein Angodo. Die etwas defensiver. Lassen wir den Gegner etwas laufen. Oder wir nehmen den Ball schon wieder. Oh, Kasparbron. Ah, jetzt zu viel vorgenommen. Ich gestartet und jetzt haben wir zwei Doppelpacks. Eine von Dentino und eine von Gitkai. Stürmer und Offensiver mit der Spielbezüge. Der rechte Flügelspieler. Der rechte eher gesagt. Wir kämpfen immer noch um jeden Ball, auch wenn wir hier schon mit 3 Toren vorne sind. Boah! Ah, das war jetzt zu gut, aber wir haben den Ball immer noch. Wir haben ihn. Das gab er uns so eine Kenner gut. Man kämpft sich da durch und. Ei! Du wieder hält. Bierdeck. Ah! Ei, wie das macht er? Das war nicht so gut, das war nicht so gut, aber hier ist er noch im Mittelfeld. Boah, schon fast Pause wieder. Ah. Kein Foul natürlich. Ei. Pause 4-1-2-1. Steht es also zur Pause. Das unterhaltsame Partie. Mehr hatte ich von einer Seite. Von der Heimmannschaft. Ah, das war eigentlich nicht gut gedacht. Aber wir holen uns den Ball gekonnt zurück. Oh, wie genau die Flanken kommen, die sind da wirklich. Wir kommen eigentlich hin. Genau so, wie man es sich wünscht.
Alter, Aldi. Ich bin geschätzt. Oh, da steht aber einer. Boah. Wieder. Kann ich auch mal zeigen. Die Offensive. Zack. Aber hat den Ball immer noch. Gefährlich, aber. Eckball. Ah, der war das nicht so gut. Ja, der war gut, aber es ist niemand da gestanden. Ah. Oh, ja, der war schon wieder. Was ist denn hier los? Das war etwas zu viel. Aber dann haben wir auch den Ball noch. 5-1, da steht schon wieder einer. Tor, Tor, Tor. Matthäus. Der Wechsel. So geht er aus und Oliveira kommt. Oliveira ist es. Oliveira ist es. Oliveira mit seinem ersten Tor, glaube ich. Für uns erst dieses Tor. Er Tor für seinen neuen Verein Leverkusen. 5:1. Aber Kinder. Polnisch, die Zeige. Also. Nein, nicht mehr ganz so, wie es Offside her. Ja. Zweiter Wechsel für uns. Ah, von der Leute. Schussposition. Okay, hier. Vorbei.
Abojevic kommt auch für die letzten paar Minuten in diesem Spiel. Voll Trainerbank. Voll den abgeschossen. Mich voll abgeschossen. Jawoll! Gewonnen. 5-2 für Sempi. Sich durchgesetzt. Anfang ein wenig knorzender Start, aber nachher. Wir besser und haben dann verdient auch gewonnen. Auch in der Höhe, persönlich. Jawohl. Jetzt sind wir also schon wieder am Ende unseres zweiten Videos mit nicht posten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gehen noch ein wenig nach vorne und beenden jetzt dieses Video. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Alex. Ciao.